Ja, hallo, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Danke nochmal für die 60 Abos. Danke nochmal für euren Support. Und ja, das ist jetzt das Special. Hier Heidelberg gegen Brose Bamberg im Basketball. Der deutschen Bundesliga im Basketball natürlich. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Und ja, ich würde nichts kommentieren. Und es sind kleine Highlights mit dem Handy gefilmt. Bis dann, ciao. Letztes
Heimspiel für die MLB Academics Heidelberg und auch letztes Heimspiel für Frankie Njatovic. Der Vertrag wird nach 8 Jahren nicht verlängert. Emotional seine Verabschiedung vor der Partie. Und dann wurde auch noch Basketball gespielt in Weiß. Das sind die Gäste aus Bamberg. Für die geht es ja noch um die Playoffs. Starten stark, angeführt von Chris Doe. 9 Punkte von ihm, trifft seine Dreier extrem sicher. Aber auch die Heidelberger gut in der Partie, war viel Offensive zu Beginn. Gute Ballbewegung und dann ist es Geist, der hier erfolgreich abschließt. War ein schnelles Spiel, wildes Hin und Her, viele Punkte. Aber dann konnte sich Bamberg so ein bisschen absetzen. 34-19, die Führung, gute Ballbewegung. Mitchell, starke 17 Punkte und 7 Assists. Insgesamt 30 Assists von den Bambergern in dieser Partie. Der Wermutstropfen in Halbzeit Nummer 1 hier, Chris Sengfelder. Der Topscorer knickt um. Dicker Knöchel kam dann nicht mehr zurück. Gute Besserung. Wir sind noch in Halbzeit Nummer 1. Würzner mit dem Lob-Anspiel. Und spektakuläre Punkte von Osage. Auch Würzner in Abwesenheit von Lowry wieder mit einem guten Auftritt. Trotzdem waren die Bamberger ein bisschen griffiger in dieser Phase. Gebben mit dem Rebound und Robinson von draußen erfolgreich. Er war überhaupt nicht einzufangen. Martinas Gebben, der Big Man der Bamberger, mit einer bärenstarken Performance zur Halbzeit. 15 Punkte Führung für Rose Bamberg. Das ist nicht mehr so leicht. Im zweiten Durchgang hier mal einfache Punkte für Mitchell. Das war aber eher die Ausnahme. Heidelberger kamen jetzt besser rein in diese Partie. Hier schönes Anspiel Würzner für Unrei, der da viel Platz hat. Zu peu à peu arbeiteten sich ran. Die Heidelberger. Aufgepasst von Doe. Und dann ist ganz viel Platz für Gebben und der macht es auch spektakulär. 19 Punkte am Ende für ihn, neues Career High. Dazu auch noch 8 Rebounds und 4 Assists. Es ist immer so eine Range von 10 Punkten Rückstand für die Heidelberger, die nicht so wirklich final rankommen können. Geist dann nochmal zum Ende vom dritten Viertel von Downtown erfolgreich. Da ging wenig in Halbzeit Nummer 1. Im zweiten Durchgang sah es besser aus. Viertes Viertel, wieder ist es Geist mit dem Dreier. Trafen 6 von 7 von Downtown in Halbzeit Nummer 2. Und das war so die Phase, wo man das Gefühl hatte, jetzt könnten sie noch mal rankommen. Würzner zu kurz, denkt er sich. Ball geht's aber rein. Und Bamberg geriet so ein bisschen ins Wackeln. Schlussphase, 9 Punkte Rückstand für die Heidelberger. Aber sie hatten Gebben, die Bamberger. Und sie hatten heute eine richtig gute Ballbewegung. Ogbe für Mitchell noch mal raus und Pruitt mit dem Dagger und dem Sieg für Rose Bamberg. 94-81, ganz wichtiger Sieg für die Bamberger. Injatovic letztes Heimspiel geht dann verloren. Yeah, I think we came out with a great energy to start the game and we run the floor really well, sharing the ball, but kind of slowed down in the second half. I think losing our captain Chris Sankviller hurt us a little bit and knocked us out of focus, but I'm glad we were able to finish the game with the win. Defensiv immer dann zu viele Fehler gemacht. Ich weiß nicht, 95 Punkte oder was am Ende waren. 94 ist zu viel in eigener Halle, genau wie im letzten Spiel. Offensiv haben wir, denke ich, unsere Ausfälle sehr gut kompensieren können, aber defensiv haben wir dann leider auch in den Knackpunkten zu schlimme Fehler gemacht. Nichts war es mit dem Sieg im letzten Heimspiel. Und Bamberg jetzt in der Pole Position im Kampf um Platz 8. Denn Kaisern verliert daheim gegen Frankfurt.